Hallihallo und willkommen zu einem weiteren Let's Play vom Mountain Blade Warband. Ich glaube, das ist der 8. Teil. Und zuletzt waren wir hier bei Didim. Bisschen die Vegir unter Druck setzen. Oh, wir hatten anscheinend ein Level up. Yep. Ich glaube, wir nehmen mehr Stärke. Ja. Mal Stärke und Wendigkeit noch auf 15. Dann mal weiter schauen. Ich sollte mir mal einen Morgenstern besorgen. Und mehr Truppen. Hallo, Boyer False Wars. Come here, here. Yes, yes. Oh, der Jeremus. Ah, da sind wir noch am Upleveln. Wer seid ihr? Sprecht schnell, bevor ich euch die Zunge herausschneide. Mein Herr, ich bin Lahir. Ich bin Boyar Fasevor, Vasall vom Königreich Vegir. Sei Ruhm eilt euch voraus, Lahir. Boyar Ruidin mag auf eure Tricks hereingefallen sein, aber wenn ihr gegen mich antretet, seht ihr einen weit gerissenen Feind ins Auge. Boyar Fasevor, ich werde dies nur einmal sagen. Ergebt euch oder sterbt. Schmutzpuckel, garstiger, ich werde euch wünschen lasse, ihr werdet nie geboren. Griff den Feind an. Mir nach. Er macht tatsächlich auf Spawn Camp. Ah ne, er bewegt sich. Au! Ach du Scheiße. Oder hatte ich schon weniger Leben? Ich glaube nicht. Besseres Ross.
Wie sieht's mit unserem Ansehen aus? 475. Sogar ziemlich viel. Ich glaube, wir sollten uns mal den Nords anschließen. Oh nein, Frieden. Das geht ja mal gar nicht. Allein, Stufe 10. Hoppla. Burgielbegi. Oh, wunderbar. Scheiße. Na gut. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. War das in ELB? Ich glaube, das war in ELBG. Jep. Dem Gelage anschließen. Hallo, ihr Lehmalt. Bisschen Beziehung verbessern. Nur bei einem hochgegangen. Ah, halt. Ich muss da noch fragen, wo der Herr König ist. Hier. Hier. König Ragnar. In Sargot. Vielen Dank. Ah, auch angeschieden. Wir haben ihn aus einer Bredouille gerettet.
Wie mit der Gänle hier. Und ist er noch da? Hallo, Ringner. Oha. Hier habe ich schon, da habe ich ja schon eine ziemlich gute Beziehung. Jep, habe ich. Mein Fürst, ich möchte einen Treueschwur auf euch leisten und für eure Ehre kämpfen. Nee, ihr seid als tapferer Ritter und guter Anführer bekannt. Mit Freude werde ich euer Schwert in meine Dienste aufnehmen und euch in den Rang eines Vasalls erheben, wenn ihr mir die Treue schwört. Ich bin bereit, mein Fürst. Gut, dann wiederholt meine Worte. Ich schwöre euch als rechtmäßigen Herrscher von Königreich von Nords die Treue. Ich schwöre euch als rechtmäßigem Herrscher von Königreich von Nords die Treue. Ich werde euer loyaler und ergebener Soldat sein, solange ich auf dieser Erde weile. Ja, das sagen wir auch. Und ich werde an eurer Seite gegen eure Feinde zu Felde ziehen, solltet ihr mein Schwert benötigen. Letztlich werde ich euren rechtmäßigen Thronanspruch und den euren legitimen Erben aufrechterhalten. Nun gut, ihr habt mir euren feierlichen Schwur geleistet, Leher. Mögt ihr ihm stets mit angemessener Tapferkeit und Ergebenheit entsprechen. Lasst alle wissen, dass ihr von diesem Tage an ein auf mich eingeschworener Mann und Vasall seid. Ich gewähre euch meinen Schutz und gebe euch das Recht, in meinem Namen zu kämpfen. Ich bürge dafür, dass ich euch ohne das rechtmäßige Urteil des Hochadels oder ohne Verletzungen der Gepflogenheiten des Landes nicht des Lebens, der Freiheit oder eurer Besitztümer berauben werde. Fürderhin gebe ich euch das Lehen Mechin mit allen Pachten und Einkünften. Ihr habt weise gehandelt, Leir. Dient mir gut und glaubt mir, ihr werdet hoch hinauskommen. Ich danke euch, mein Fürst. Ich hege große Hoffnung in euch, Leir. Ich weiß, dass ihr euch des Vertrauens, das ich in euch gelegt habe, als würdig erweisen werdet. So. Ich glaube, jetzt haben wir. Oh, was ist unser Lehen? Mechin. Natürlich an der Grenze. Wie praktisch. Wir sollten ein bisschen Geld verdienen gehen. Ich weiß nämlich nicht, ob das ganze Einkommen jetzt immer noch reicht, für meine Truppen zu unterhalten. Oh, 42 Seeräuber. Halt! Less talking, more raiding. Zum Angriff. Oh, hallo Baum. Das ist eine Klingenschwester. Ist das auch eine Klingenschwester da vorne? Jep. Menschenjäger, Seeräuber. Oha! Nur noch ein paar Früchte.
schnell nach Rybacek. Her mit dem Korn. Wir zahlen 1200. Das war es auch schon. Hallo, ihr Seeräuber. Die sind leider zu schnell. That's a nice head you have on your shoulders. Ganz schön viele Huskarle, obwohl ich die zu unterst eingereiht habe. Talking, more raiding. Greifen wir an. Rolf. Was geben wir bei ihm überhaupt aus? Wie es aussieht, Chirurgie.
Halt! Less talking, more raiding! Greif den Feind an! Tut, 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 Rückwärtsgang. Der Allein. Wegfindung und Taktiken. Und Plündern. Dann geben wir dem Herrn doch mal mehr Wendigkeit. Ja, irgendwie habe ich da ein bisschen den Überblick verloren. Halt! Das sind wieder nur 12. Today the gods will decide your fate. Kurzes Gehecht. Hat der. Ach so, das ist Jeremus. achtunddreißig. Wunderbar. Halt! Halt!
Gestohlen der Wegiritter. Noch mehr Seeräuber. Komm schon, ein Sklavenhändler. Wohl eher nicht. Ja, wir sind noch im Plus. Wunderbar. Oha. Kommt nur ihr Banditenpack. Hey, die Banditen fallen wie Weizen vor der Sense. So. Seid ihr vergut? Ah, Lösegeldvermittler. Holt mal euer Geldsäckel heraus. Und her mit dem Geld. Bauer, wandernder Troubadour. Landsknecht, Schwertkämpfer. Ich glaube, mit dem Bauern werden wir eine Quest starten. Wofürst, sicherlich seid ihr vom kriegführenden Volk und jemand, der uns helfen könnte. Werdet ihr meine Bitte lauschen? Was ist passiert, mein guter Mann? Oh, ich hätte die andere Möglichkeit nehmen sollen. Die wäre unterhaltsamer gewesen. Eine Bande Briganten hat in unserem Dorf Zuflucht gesucht. Sie haben uns alles abgenommen und uns gezwungen, ihnen zu dienen und haben allerlei schändlich Werk getrieben. Wenn ihr einer von uns es auch nur wagt, wenn einer von uns es auch nur wagt, aufzubegehren, so wird er auf der Stelle getötet. Unser Dasein ist unerträglich geworden. Ich habe mein Leben riskiert und bin davongelaufen, um Hilfe zu suchen. Warum gebt ihr nicht zum Fürsten eures Dorfes? Er sollte sich der Banditen annehmen. Das habe ich getan, mein Herr, doch die Männer meines Fürsten ließen mich nicht zu ihm vor und sagten, er wäre mit wichtigeren Angelegenheiten beschäftigt und dass wir uns selbst um unsere Probleme kümmern sollten. Bitte, mein Herr, ihr seid sicherlich ein Mensch von großer Tapferkeit und gewandt im Kriegshandwerk, und in euren Diensten stehen gewiss viele Freunde und Soldaten. Wenn uns jemand helfen kann, dann seid ihr es. Okay, drei Möglichkeiten, wohlan ich werde euch helfen, wo liegt das Dorf, oder ich habe momentan keine Zeit für solche Sachen,
Und warum sollte ich gegen diese Banditen kämpfen? Was ist für mich drin? Was ist für mich drin? Gute Frage. Wir sind nun nur arme Bauern, mein Herr, und die Banditen haben bereits fast alles gestohlen, was wir hatten. Aber wir werden gerne das Wenige mit euch teilen, das uns geblieben ist. Und wir werden für immer in eurer Schuld stehen, solltet ihr uns helfen. Wohlan, ich werde euch helfen. Wo liegt dieses Dorf? Gott schütze euch, mein Herr. Unser Dorf ist Ruwar. Er ist nicht allzu weit von hier entfernt. Es ist wahrscheinlich. So. Ruwar, Ruwar. Auf nach Ruwar. Greift die Banditen an. Ganz schon viele Dörfler. Ausnahmsweise weisen wir das. Und zwar der Text: In einer Heldenlieder inspirierenden Schlacht vertreibt ihr und eure Männer die Banditen aus dem Dorf und bringt ihm wieder Frieden und Sicherheit. Die Dörfler haben nach dieser schweren Prüfung nur noch wenig in ihrem Besitz, aber sie bieten euch alles an, was sie finden können. Weist das Angebot zurück. Sie brauchen es dringender als ihr. Ausnahmsweise. So. Oh, Krieg gegen die Swadier. Oh nein. Scheiße. Das ist gar nicht gut. Ja, Remald. Ich bin bald unterwegs. Gebt mir Fisch, 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 Fischi, Fischi, Fischi. Das erste Mal, dass ich wirklich Zeit habe. Burgielbegi. Auf nach Burgielbegi. Manit! Erzählt mir über eure Fertigkeiten. Er ist auch ein Arzt, oder? Ich blick nicht mehr durch.
Scheiße. Der hat eine ganz schöne Truppe dabei. Dass ich die nicht bitten kann, kurz rauszukommen. Ich höre, ihr habt unserem Fürstkönig Ragnar die Treue geschworen. Das ist gut. Je mehr fähige Kämpfer wir in diesen schwierigen Zeiten bei uns haben, desto besser. Ich werde euren Fortschritt im Auge behalten. Ich möchte euch etwas fragen. Ich möchte den Aufenthaltsort einer Person wissen und unseren Marschall. Chait. In der Nähe von Chait. Chait. Oh, Scheiße. Besser sehen. Hier, Chait. Nun denn. Du bist zu langsam, mein Freund. Ah, da. Aber wieso auch immer ich diesen Herrn so kann ich ja ich so kann ich mich nicht melden. So ein Scheiß. So hat geklappt. We meet again. Ich höre bla bla bla. Ah, endlich seid ihr alle hier. Wir haben euch erwartet. Hoffentlich habt ihr genügend erfahrene Truppen mitgebracht. Jawohl, ich habe eine Gruppe kampferprobter Soldaten bei mir. Wir sind bereit, uns euch anzuschließen. Dann wieder mal einen Text auf Englisch. Excellent. We'll be moving soon. Now you are a man of sound judgment, and we trust that you will do what is necessary to support our campaign. I do not require you to remain close at hand, and I will not count it against you if you believe that your forces will be of better use elsewhere. But if you do choose to remain with me, to support me in battle, that will be appreciated. I may also have additional tasks for you to perform. Ja, einen bescheuerten Auftrag wahrscheinlich. Ja, Remald, lasst euch sagen, dass er eine Aufgabe hat. Lehir, ich benötige einen Freiwilligen, der das Gebiet aufklärt. Wir wissen fast nichts über die Gegend und bevor wir weiterziehen, muss ich mir einfach ein besseres Bild der Lage machen können. Ich will, dass ihr Chait, Totstar und Emirin auskundschaftet und mir danach Bericht erstattet. Herr, ihr habt euren Freiwilligen gefunden. Sehr gut, kundschaftet einfach die nähere Umgebung von Chait, Totstar und Emirin aus. Fertigt Aufzeichnungen über eure Beobachtungen an und kehrt so schnell wie möglich zu mir zurück. So, erstmal Chait. Das war gleich hier. Chait wird ausgespäht. Dann nach Totstar. Und wo ist Emirin? Ja, machen wir doch so die Runde. Wieso denn das? Ah, wahrscheinlich wegen dem Gefecht.
So, mal sehen, ob ich diesmal überlebe. Ha, Rolf, mutiger Mann. Und natürlich der Vorderste in der Reihe. Komm, schieß nur. Keep firing. Jetzt ist die Frage, sollen wir mit der ersten Welle hoch? Ich würde mal behaupten, besser nicht. Obwohl wäre das wäre schon. Ja, komm, wir gehen mit der ersten Welle hoch. So richtig frech. Der ersten Linie. Oder hat es zu viele Schützen? Oh, da sind jede Menge Ritter. Ich bin gerade sehr unsicher. Ja, okay, die erste Welle gehen wir nicht hoch, aber die zweite Welle werden wir an erster Stelle stehen. Rolf, du hast es versucht. Der Borscha ist auch hier. Und Jeremus, Kleti, unsere Super Fighterin. Allian, der ist auch nice. Deshalb hat er wahrscheinlich auch anständige Rüstung. Und hier hinten haben wir noch Manit. Wahrscheinlich auch ein verlässlicher Kämpfer. Volksmann. Wer ist denn das? Ah, der Firentis. Dieser unmögliche Kerl. Nach vorne mit der Axt. Er brüllt nur. Das wird euch auch nicht retten. Bunduk! Vor allem meine Helden können sich jetzt einen Namen machen im Gefecht. Was? Das war's schon? Scheiße. Ich wäre wohl besser mit dem der ersten Truppe reingegangen. Ich werde nicht vergessen, wie wir durch die Mauern von Burg Kelleredan brachen und die Verteidiger niedermachten. Es ist eine süße Erinnerung. Ich habe zwar gar nicht gekämpft, aber natürlich. Rajek, der ist auch erfreut, dass wir zusammen gekämpft haben. Bulba, ihr werdet nicht unseren Einnahmen von Burg Helleredan vergessen. Lasst uns erneut den Himmel danken und beten, dass wir nicht zu stolz werden. Oh, ein sehr frommer Mann. Wie es scheint. Ja, Aedin. Es war mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Schön, schön. Lasst mal weiterziehen. Oha. Plündern und Ausbilder. Dann mal den
Ausbilder. Und in Bunduk. Was kann unser Herr Bunduk? Wie es scheint, ist er bisher einfach ein Kämpfer. Belassen wir es dabei erstmal. Quest ist sowieso abgebrochen. Nun denn. Vielleicht finden wir einen. Ja, egal. Mal wieder eine Runde Prillen. Würde ich sagen. Hoffentlich kommt das gut. Oha. Auf den Befehl. Haben wir das Dorf geplündert? Das wird unsere Verpflegung. So. Treiben wir es nach Sargot. Oha. Mein Herr, ich bin Lahir. Ihr habt mein Dorf Fribillet überfallen, mein Besitz zerstört und die Bewohner getötet. Ich werde euch in Blut zahlen lassen. Graf Haringott, ich werde dies nur einmal sagen. Ergebt euch oder sterbt. Feierlicher Hundling, ich werde euch zerquetschen. Er hat keine Chance, der Arme. Da reitet ein Jarl dahin. Ist das ein Huskarl oder ein Jarl? Jarl Turia! Er ist ja zu Fuß unterwegs. Ganz geil. Wie ein Huskarl. Oh oh. Hier kommen die Ritter.
Nimm das. Sieg. Nun, ihr seid mein Gefangener. Morgenstern. Geil. Angriff. Angriff. Kerr geht in den Hügel. Yeah. Vielen Dank für eure Hilfe. Ihr habt uns zwei Seelen dort draußen gerettet. Na ja. Porsche. Dann gehen wir doch nach hier, wenn unser Vieh dorthin will. So.
Ah, der Rüstungshändler hat mehr als genug Geld. Sehr gut. Dann schlachten wir mal ein paar Tiere. Her mit dem Geld. Das sollte ich ja nicht immer machen, wenn ich ein Dorf überfalle. So. Falsch. Rüstungshändler. Waffenhändler. Nix. Was wir haben wollten. So. Das war's auch schon. Heute eher ein kurzes Spiel. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.